Geschätzte Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer heutigen Pressekonferenz. Ich heiße auch die Zuseherinnen und Zuseher im Livestream herzlich willkommen. Die Themen heute sind Energiepolitik und Wissenschaftskommunikation und es wird einen Ausblick auf die parlamentarische Arbeit der AfD-Fraktion in der Kalenderwoche 4 geben. Beginnen wird der parlamentarische Geschäftsführer Andreas Winhardt mit einem Ausblick auf die parlamentarische Arbeit der Fraktion in Kalenderwoche 4. Danach folgt der stellvertretende Vorsitzende und energiepolitische Sprecher Gerd Mannes. Er wird über aktuelle Anträge im Bereich Energie sprechen und Initiativen der Staatsregierung hierzu kommentieren. Anschließend wird sich Herr Dr. Ingo Hahn, wissenschaftspolitischer Sprecher, zum Thema Wissenschaftskommunikation äußern. Im Anschluss haben Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich darf nun Herrn Winhardt bitten, zu beginnen. Danke. Ja, zunächst von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Wir haben eine spannende Parlamentswoche vor uns. Es ist ja die erste in diesem neuen Jahr. Und sie beginnt auch sehr spannend mit einer Aktuellen Stunde. Und ein wichtiger Punkt aber ist dabei, dass die Geschäftsordnung des Bayerischen Landtages mal wieder geändert werden soll. Es gibt einen Antrag der CSU und der Freien Wähler und da geht es darum, dass man die Abgeordnetenrechte aufgrund der Corona-Situation massiv beschneiden möchte. Man möchte wieder, dass die Ausschüsse in hälftiger Besetzung tagen. Man möchte, dass das Plenum in hälftiger Besetzung tagt. Logischerweise müssen die Abgeordneten im Plenum, die überhaupt noch anwesend sein dürfen, heute den ganzen Tag über 8 Stunden dann mit FFP2-Masken rumsitzen und man merkt allmählich, dass das Team Vorsicht, ja, wie sie sich ja immer nennen, allmählich zum Team Corona-Hysterie mutiert. Gleichzeitig aber der Herr Söder vermutlich heute Mittag dann wieder kundtut, dass es Lockerungen geben soll. Das passt hinten und vorne nicht mehr zusammen. Wir wollen, dass unsere Abgeordneten, und zwar alle Abgeordneten des Bayerischen Landtags, ihrer Pflicht und ihren Rechten nachkommen können, für die Bürger zu arbeiten, ihre Meinung zu artikulieren und sich eben entsprechend auch an den Debatten im Plenum und im Ausschuss entsprechend beteiligen können. Wir haben ein Gutes gefunden, nämlich, dass man an der 3G-Regelung weiter festhalten will, dass man die nicht verschärft hat, wie beispielsweise im Deutschen Bundestag. Und wir sind erschüttert darüber, was wir heute bereits lesen mussten, dass sich der Bundestag beispielsweise Sonderrechte herausnimmt, wenn es um den genesenen Status geht. So wie es ausschaut, ist es so, dass im Bundestag tatsächlich der genesenen Status für die Abgeordneten weiterhin 6 Monate gelten soll, während er für die normale Bevölkerung auf 3 Monate bzw. 90 Tage ab der Testung, also was ja im Endeffekt dann nur noch 62 Tage sind, gekürzt wurde. Und da merkt man einfach die Ambivalenz in den ganzen Corona-Maßnahmen. Ja, wir haben diese Woche ein ganzes Sammelsurium an verschiedenen Anträgen. Wir haben ja heute das Plenum, morgen und übermorgen tagen die Ausschüsse. Und da ist es so, dass wir auch in allen Ausschüssen entsprechende Anträge haben. Beispielsweise haben wir einen Antrag im Ausschuss für Soziales und Arbeit. Und da wollen wir uns speziell um die bayerischen Minijobber kümmern. Diese Minijobber haben ja größtenteils in der Corona-Pandemie erstmal ihre Jobs verloren. Sie haben wenig oder keinen Kündigungsschutz. Und denen muss geholfen werden. Das trifft vor allem Rentner, die sich was dazu verdienen. Das trifft Studenten, das trifft Schüler. Und hier wollen wir für mehr soziale Gerechtigkeit sorgen und werden hier einen Sonderfonds vorschlagen. Dieser Antrag ist dann im Sozialausschuss. Dann haben wir einen Antrag der Abgeordneten Ebner-Steiner. Kein Impfzwang durch die Staatsregierung für Kinder und Jugendliche. Der ist vorrangig für die Kinderkommission gedacht, taucht dann aber auch im Jugend- und Sozialausschuss wieder auf. Wir haben einen Antrag im Bereich Landwirtschaft, Ernährung und Forsten. Sie wissen, dass der Kollege Stadler großen Wert darauf legt, dass die deutschen Schlachtstandards auch woanders eingehalten werden. Ein Thema, mit dem er bereits seit längerer Zeit unterwegs ist. Und diesen Antrag haben wir jetzt
passen dazu auch im Landwirtschafts- und Ernährungsausschuss, wo man die Staatsregierung dazu auffordert, in Deutschland gezüchtetes Schlachtvieh nur noch nach deutschen tierwohlgerechten Standards zu schlachten. Das ist eine Diskussion, die ja seit längerer Zeit schwelt. Auch die anderen Fraktionen haben sich immer wieder mal dazu geäußert. Da geht es nicht nur um das Thema Schächten, nein, es geht auch vor allem um das Verbringen von Lebendtier in ferne Länder, zum Teil außerhalb der EU. Und das wollen wir einfach unterbinden. Dann haben wir im Bereich Kultur und Wissenschaft einen Antrag, wo es um die Restitution von Kulturgütern aus der Zeit des Kolonialismus geht. Sie wissen ja, die neue Bundesregierung in Berlin ist drauf und dran, alles an Kulturgütern wieder zurückzugeben, beziehungsweise ohne dass da jemand danach gefragt hätte, zurückzugeben. Auch da wollen wir schauen, dass bestimmte Kulturgüter einfach in Bayern bleiben und eben die auch hier für die kulturell Interessierten zur Verfügung stehen. Und ein letzter Antrag, den ich Ihnen jetzt präsentieren will, aus unserer allgemeinen politischen Arbeit, das ist auch aus dem Bereich Wissenschaft und Kultur. Da geht es um die zerstörungsfreie und berührungslose Methoden zur Untersuchung von Kulturgütern an bayerischen Hochschulen finanziell fördern und weiterentwickeln. Hier geht es einfach um die gute Ausstattung unserer Hochschulen und der Forschenden. Und da hat man leider auch in den letzten Jahren an der falschen Stelle gespart. Wir wollen, dass eben hier entsprechende Geldmittel zur Verfügung gestellt werden. Und dafür wird es allerhöchste Zeit, dass das passiert. Die Forschenden, die Studierenden warten auf diese Gelder, auf dieses technische Equipment. Und von dem her braucht es jetzt wieder mal einen Anschub durch die AfD, dass man hier sich bewegt. Ja, das wäre soweit der allgemeine Teil von meiner Seite. Ich möchte jetzt das Wort weitergeben an Gerd Mannes, der auf unser neues Schwerpunktthema Energie eingehen wird. Wir haben ein ganzes Sammelsurium an Anträgen in diesem Bereich. Lieber Gerd, das Wort steht bei dir. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich möchte es noch mal kurz umreißen. Während der Winterklausur haben wir ein energiepolitisches Papier verabschiedet. Energie für Bayern, günstig, sicher und technologieoffen. Und dieses Konzeptpapier ist aus unserer Sicht sehr umfassend, wissenschaftsbasiert, konstruktiv und vor allem zukunftsorientiert. Wir haben insgesamt momentan 22 Anträge daraus gemacht und reichen die nach und nach ein. Dieses Mal haben wir 6 Anträge auf der Tagesordnung und die stelle ich im Nachfolgenden kurz vor. Vielleicht noch mal ganz wichtig, es geht um die komplette Energieversorgung, sprich den Strom, Wärme und die Mobilität. Alles zusammen, was die Energieversorgung hier in Deutschland ausmacht. Wie Sie alle wissen, haben wir das Problem, dass wir eine Riesenversorgungslücke bekommen werden durch die Abschaltung der Kernkraft hier in Bayern und durch das Zurückfahren der Kohlekraft und der Braunkohle. Und das sehen wir sehr problematisch. Insgesamt werden natürlich Sonnenenergie und Windkraft ausgebaut. Aber trotzdem gibt es eine sehr gefährliche Stromversorgungslücke von etwa 27 Terawattstunden, sobald das letzte Kernkraftwerk Ende 2022 abgeschaltet wurde. Das sehen wir sehr kritisch. Wir warnen vor einem Blackout, der sich dadurch ergeben könnte. In Österreich hat das Bundesheer schon mal eine Übung gemacht, was denn passieren könnte, wenn so ein bundesweiter oder in Teilen Blackout passieren könnte. Und wir haben eben diese Anträge eingebracht, analog zu dem österreichischen Vorgehen, dass wir hier oder dass die Staatsregierung auch mal eine Übung macht, was denn sein könnte, wenn so ein Blackout vorkommen würde. Wir halten das zumindest unter den jetzigen Gesichtspunkten für durchaus notwendig, dass man mal darüber spricht und sich auch vorbereitet. Zwar hoffen wir das nicht, aber die momentane Energiepolitik, die sehen wir sehr kritisch, vor allem weil nach und nach grundlastfähige
Kapazitäten, Kraftwerkskapazitäten abgeschaltet werden und sehr volatile, sprich erneuerbare Energien, die nicht grundlastfähig sind, hinzukommen. Das wäre der erste Antrag. In diesem Zusammenhang wollen wir auch noch mal ergänzen, dass die Abschaltung von Gundremmingen falsch war und auch das kommende Jahr wird ja nochmal das letzte Atomkraftwerk hier in Bayern abgeschaltet. Wir werden nochmal die Staatsregierung auffordern, dass sie sich dafür einsetzen, dass das weiterlaufen wird, ISA 2. Zweitens wollen wir, und das ist ein sehr drängendes Problem für sehr, sehr viele Bürger hier auch in Bayern, über die unsoziale Energiewende und die Kostenexplosion bei der Energie insgesamt sprechen. Eine Umfrage von der Verbraucherzentrale hat ergeben, dass die Strompreise bis zu um 1.000 Euro gestiegen sind und auch Mobilität ist sehr teuer geworden. Ein Liter Diesel kostet jetzt 1,62, Liter Benzin 1,73. Ja, die Pendler, die trifft es hier besonders hart. Wer ist eigentlich schuld an der Kostenexplosion? Da gibt es natürlich mehrere Faktoren. Auf jeden Fall, der Staat hat im Wesentlichen dazu beigetragen. Die extrem hohe Steuerlast auf Energie einerseits, ja, und wir haben weltweit die höchsten Stromkosten in Deutschland. Die Bundesregierung hat die CO2-Steuer eingeführt. Das hat natürlich auch Preis getrieben und insbesondere bei Heizung und Mobilität. Wir fordern hier, dass das zurückgeführt wird. Wir wollen nicht, dass jetzt die letzten drei grundlastsicheren Kernkraftwerke abgeschaltet werden. Die EEG-Förderung, so kann es auch nicht weitergehen. EEG muss abgeschafft werden. Und letztlich auch die Netzstabilisierungsmaßnahmen waren auch sehr teuer. Hier brauchen wir schnell Lösungen. Insgesamt haben wir da vier Anträge. Ich stelle dir noch mal kurz vor. Der erste ist, Heizkosten wirksam senken. Natürlich die Abschaffung der CO2-Abgabe, wie ich es gerade gesagt habe, und die Absenkung der Energiesteuersätze und der Umsatzsteuersätze. Hier könnte der Gesetzgeber sofort den Betroffenen helfen. Der zweite Antrag, da geht es um steuer- und umlagenbefreiten Grundstrombedarf privater Haushalte. Hier wollen wir die Bürger entlasten, die Stromkosten reduzieren. Insgesamt soll ja unser Vorschlag einen Freibetrag soll es geben pro Person, damit hier deutlich die Kosten und der Strom reduziert wird. Wie ich es vorhin ausgeführt habe, wir haben die teuersten Stromkosten. Ein großer Teil davon ist auch Steuer und den kann man schnell zurückführen. Dann nochmal insgesamt, dritter Antrag, Stromsteuer auf ein absolutes EU-Minimum senken. Das würden wir uns auch wünschen. Hier fordern wir die Staatsregierung auf Bundesebene sich einzusetzen, dass die Stromsteuer um 90% zurückgenommen wird. Und letztlich Strompreise für private Haushalte von der Umsatzsteuer entlasten. Hier kann man die Mehrwertsteuer zurückführen. Das sind unsere Forderungen. Das würde dem einzelnen Betroffenen sehr stark helfen. Das wären sehr soziale Maßnahmen auch. Das werden wir beantragen und wir werden sehen, wie sich die Staatsregierung verhält. Interessanterweise ist es ja so, dass wir schon die letzten drei Jahre im Bereich Energie sehr, sehr viele Anträge eingebracht haben, die Staatsregierung diese alle abgelehnt. Jetzt hört man von der schwarz-orangen Koalition neue Töne. Sie haben es jetzt auch eingebracht in der Aktuellen Stunde, dass die Energiepreise zu hoch sind. Das heißt, jetzt werden unsere Themen, die wir schon die letzten drei Jahre hier parlamentarisch vorgeschlagen haben, aufgenommen. Und wir sind gespannt, wie sich die Staatsregierung jetzt, nachdem sie unsere Ideen aufgenommen hat, zu unseren Anträgen insgesamt verhalten wird. Wir jedenfalls werden weiterhin Anträge machen. Abschließend vielleicht möchte ich noch sagen, weil es auch ein sehr wichtiges Thema ist, 10H. Wir als AfD-Fraktion halten an 10H fest, um unsere Bürger vor Wertverlusten zu schützen. Soweit von meiner Seite. Dann
sage vielen Dank und Sie sehen, Energie ist ein großes Thema. Wir können aber fast schon anschließen mit dem Thema Energie. Windkraft war so der Einstieg, sage ich jetzt mal. Lieber Ingo Hahn, dann ja, von meiner Seite auch ein Grüß Gott und einen schönen guten Morgen. Das Thema, was der Gerd Mannes angesprochen hat, nämlich die 10-H-Regel im Windkraftausbau, das spielt natürlich auch in die Umwelt rein. Und erstmal ganz allgemein vorweg, ich bin sehr froh, dass wir jetzt auch wieder einige andere wichtige Themen in den Fokus rücken können, wo eigentlich sonst Corona immer alles dominiert hat. Jetzt also das Thema, was die Menschen und auch die Tiere und die Pflanzen vor Ort hier bei uns in Bayern betrifft, die 10-H-Regel. Es ist ja die verrückte Situation, dass ein Herr Söder sich mit einem Herrn Habeck trifft und diese gute Regel dann wieder ins Gerede und in Frage gestellt wird. Das heißt, man lässt sich hier von den Grünen vor sich hertreiben. Die wollen die Auflösung dieser 10-H-Regel. Was bedeutet 10-H? Dass man mindestens den zehnfachen Abstand der Nabenhöhe eines Windrads einhalten muss, eben bis zur nächsten Siedlung, dass die Menschen dort nicht so stark gefährdet sind. Und was will Herr Aiwanger von den Freien Wählern nun? Er sieht, dass es schwierig ist in der Kulturlandschaft, also möchte er die Windräder in unsere letzten Refugien, in die intakten Wälder und Forste reinstellen. Das sind 2/3 sind es Privatwälder und 1/3 sind es Staatswälder. Dass das natürlich besonders kritisch ist für viele Tiere, gerade für Flugtiere, ich nenne hier einfach mal die große Gruppe der Vögel, aber auch die Fledermäuse, die ja mit ihren 26 Arten in Deutschland praktisch alle auf der roten Liste auftauchen und jetzt schon nach wissenschaftlichen Studien 250.000 Tiere allein in Deutschland jedes Jahr durch diese Windräder zu Schaden kommen. Das bedeutet eben auch, dass wir hier eine Energieform haben, die wie keine andere, und ich betone das, wie keine andere direkte Verlustzahlen bei den Tieren hat. Vögel sind es ungefähr ebenso viele und bei den Insekten haben wir riesige Artenzahlen und auch Biomassemengen, nämlich 1200 Tonnen, die hier jährlich scheitern. Und dieser Problematik widmen wir uns im Umweltausschuss am Donnerstag. Und dort werden wir also einfordern, dass diese 10-H-Regel erstmal in Bayern erhalten wird. Obwohl man generell ja sagen muss, dass die Windkraft insgesamt gerade hier in Bayern eine ganz schlechte Idee ist, weil wir überhaupt keine stärkeren Windsummen haben, wie zum Beispiel in Norddeutschland. Und deshalb das Ganze ohne Subvention im Prinzip überhaupt nicht rentabel ist. Das heißt, man muss sich auch die Frage stellen, wenn diese horrenden Subventionen, diese Förderung einmal wegfallen, ist das Ganze dann überhaupt noch wirtschaftlich tragbar? Oder werden die Windkraftanlagen, über die man jetzt diskutiert, dann vielleicht gar nicht mehr betrieben werden? Und da kommen wir zur nächsten Problematik. Wir haben also heute im Plenum hier im Bayerischen Landtag einen Antrag hochgezogen, wie ich finde, wichtig. Und da geht es um die Entsorgungsproblematik von Windkraftanlagen. Und unserer Meinung nach soll das endlich angegangen werden. Und was wir schon im Ausschuss gefordert haben, fordern wir heute wieder. Wir wollen einfach nur einen Bericht haben. Einen Bericht von der Staatsregierung, und zwar mündlich und schriftlich, welche Entsorgungskonzepte sie denn sieht, wenn diese Förderungen wegfallen und wenn die Anlagen vielleicht einmal veraltet sind. Das heißt, was wir konkret wissen wollen, ist, wie lange laufen denn noch überhaupt diese Förderungen und vor allen Dingen, welche Stoffe fallen dann an? Wir wissen, dass die Verbundstoffe in den Rotorblättern im Prinzip nicht oder ganz schwer recycelbar sind. Sie sind zum Teil nicht zu trennen. Was macht man dann damit? Heutzutage kann man alte Windkraftanlagen noch nach Osteuropa verkaufen. Aber diese hochentwickelten Anlagen sind technisch eigentlich so kompliziert, dass es dann wahrscheinlich nicht mehr möglich ist. Vielleicht ist der Markt dann auch gesättigt. Das heißt, wo kommen sie hin? Brauchen wir Endlager, ja, wie bei der Kernenergie? Das heißt, große Flächen, die dann für Deponien herhalten müssen. Was passiert überhaupt mit diesen großen Betonsockeln, die alle im Boden sehr viel
Schaden anrichten und dort verbleiben, wird man sie aus dem Boden rausholen. Und wer bezahlt das Ganze eigentlich hinterher? Wenn die Konzerne und Betreiber vielleicht ihren Profit gemacht haben, muss dann der Steuerzahler, der normale Bürger, wieder dafür aufkommen, so wie es ja leider bei vielen anderen Dingen der Energiewende auch der Fall ist. Das heißt, hier haben wir einen Fragenkatalog. Und wir denken eigentlich, dass es auch im Interesse der Staatsregierung sein müsste, diese Fragen einfach mal vorausschauend zu beantworten, einfach um zu wissen, was auf uns zukommt, was auf die Bürger zukommt und eben auch mit der Frage, soll man jetzt noch mehr Windkraftanlagen installieren, wenn die Prognosen schon so schlecht ist. Aber Herr Söder und Herr Aiwanger wollen das, leider gerade in den Wäldern. Und dabei weiß man eigentlich, dass die Wälder aus Naturschutzsicht besonders kritisch sind für Fledermäuse, die dort jagen. Aber auch viele Vogelarten sind davon bedroht, wie Fischadler, Steinadler, Rotmilan, Schwarzmilan, Wespenbussard, Wanderfalke, Ziegenmelker und Schwarzstorch. Also es sind gerade die bedrohten Arten, die in diesen Wäldern dann zum Opfer werden können. Ja, das heute zum Plenum. Morgen ist der Wissenschaftsausschuss, der Andreas Winhardt, parlamentarischer Geschäftsführer, hat es eben schon angesprochen. Ich werde morgen im Wissenschaftsausschuss auch einen Antrag vorstellen. Und da geht es um Kommunikation. Und zwar hier in Bayern, weil Bildung ist ja Landessache. Und wir haben einen Antrag, der mehr Qualität statt Quantität einbringen möchte in der Wissenschaftskommunikation. Wir erleben ja gerade im Zuge der Corona-Krise zwei ganz unterschiedliche Dinge. Erstens gibt es ganz wenige sozusagen von den Regierungen legitimierte Wissenschaftler, die dann in Anführungsstrichen die alleinige Wahrheit verkünden. Und dann erleben wir, dass gerade diese Wahrheiten manchmal gar nicht Wahrheiten sind und auch nicht zutreffen. Und wenn man das aber so als Wahrheit verkauft von Regierungsseite oder Institutsseite wie beim Robert-Koch-Institut, dann schwindet natürlich im gleichen Maße das Vertrauen der Bürger in die Wissenschaft, indem diese Aussagen häufig dann eben nicht zutreffen. Und auf der anderen Seite haben wir sozusagen ein breites Lied von unterschiedlichen Stimmen anderer Wissenschaftler, die sich einfach selbst äußern für ihre Institution oder einfach nur aus ihrer fachlichen Meinung. Und dieses ganze, zum Teil auch widersprüchliche Stimmen, Quartett oder Vielfalt ist dann dafür verantwortlich, dass viele Menschen gar nicht mehr genau wissen, was denn jetzt stimmt, weil diese Aussagen widersprechen sich zum Teil diametral. Und auch das schwächt natürlich sozusagen das Vertrauen in die Wissenschaft. Und wenn wir wissen, dass sehr viel Geld in die Wissenschaft fließt, zwar die Staatsregierung letztes Jahr gerade wieder 2 Milliarden zusätzlich in künstliche Intelligenz reingegeben, und wir alle wollen ja unsere nachfolgende Generation dort auch gut ausbilden, dann ist das eigentlich ein großes Dilemma. Das heißt, die Frage wäre, wie kommt man auch zu mehr Seriosität und auch zu mehr korrekten, wissenschaftlich anständig beantworteten Aussagen. Da muss man sich Gedanken drüber machen, dass man vielleicht den Diskurs auch erhöht und damit einer Stimme spricht. Auf jeden Fall sind das auch Forderungen, die nicht nur von der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag kommen, sondern auch von Professorin Dorothea Wagner, das ist die Vorsitzende des Wissenschaftsrates. Und sie sagt auch eine Sache ganz klar, es darf keine persönliche Kommunikationspflicht geben. Das heißt, jeder Wissenschaftler muss auch frei sein in dem, was er sagt und auch in dem, was er nicht sagt. Und als dritten Punkt, auch sehr wichtig finde ich, wissenschaftliche Erkenntnis und politische Handlungsfelder müssen klar voneinander getrennt sein. Ja, das eine ist Politik, die handelt aufgrund vielleicht auch von gesellschaftlichen Bedürfnissen. Und das andere sind Wissenschaftler, die einfach die Erkenntnisse, das heißt auch die Grundlagenforschung vorantreiben. Und beides muss voneinander getrennt sein, sodass nicht jeder Wissenschaftler mit einer Grundlagenäußerung jetzt in diesen Kontext hineingezogen wird. Also das ist, denke ich mal, wichtig, dass man auch in der Bevölkerung das klar macht, dass durchaus sich wissenschaftliche Meinungen widersprechen können. Und eben, das ist auch ein Anliegen unserer ganzen Fraktion, das Vertrauen in die deutsche Wissenschaft, die ja einen sehr guten Ruf hat, wo sehr viele tolle Entwicklungen getätigt wurden, dass das nicht verloren geht und dass man eben auch immer kritische Stimmen zulässt. Ansonsten kommen wir in eine ganz schlechte wissenschaftliche
Spur, was dann alle Fachbereiche betrifft. Insofern freue ich mich jetzt, wenn Sie einen kleinen Überblick haben, was im Plenum, in den Ausschüssen jetzt läuft diese Woche. Wir haben ja noch mehr Ausschüsse, auch andere Kollegen sind dabei. Und von meiner Seite wäre es das. Ich freue mich, dass wir uns jetzt neben Corona wieder solchen Sachthemen auch widmen können. Herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Gibt es jetzt noch Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann bedanke ich mich sehr herzlich und wünsche einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.